Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Test-Video. Diese Slime-Shakers habe ich bei Amazon entdeckt und dann habe ich gesehen, das wurde auch auf YouTube schon von mehreren YouTubern getestet. Und ich dachte mir, das ist bestimmt interessant für diejenigen unter euch, die nicht so einfach an die normalen Slime-Zutaten rankommen. Denn hier steht drauf, ohne Kleber, ohne Sauerei. Und das lesen Eltern natürlich gerne. Und ich denke mal, es ist bestimmt PVA irgendwie da drin, aber es ist halt kein offizieller Kleber. Gut, und darum will ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Das kann man bei Amazon bestellen und einen Link dazu schreibe ich euch in die Infobox. Gut, dann mache ich das hier mal auf. Okay, hier kommt jetzt so ein Set mit drei Bechern zum Vorschein. Ah, ich habe noch gar nicht so richtig gesagt, was das eigentlich ist. Das ist ein Set zum Slime selber machen. So eine Art Starter-Set, das man aber fertig kaufen kann. Das ist ein Pulver und da gibt man Wasser dazu und dann schüttelt man es und dann entsteht Slime. Und zwar hier in drei Farben. Ich habe hier grün, gelb und rosa erwischt. Es gibt auch in Galaxy-Farben, das hätte ich viel lieber gehabt, aber leider kann man nicht bestellen, welche Farben man kriegt. Nun ja, Pech gehabt, aber ich denke mal, das sieht auch sehr schön aus. Jetzt fange ich einfach mal mit einem an. Hier nehmen wir mal das Grüne, ist so ein kleines Becherchen. Okay, da kann man den Slime dann wohl auch später drin aufbewahren. Hier ist so eine Tüte. Hier, da sind mehrere Sachen drin. Okay, eine Beschreibung, die heben wir mal auf. Oh, und da ist was drin. Ja, da sind in jedem Becherchen auch so Plastikspielsachen. Das ist so wie bei Überraschungsei oder so. Und ich habe eine Meerjungfrau gekriegt. Finde ich cool, ich mag Meerjungfrauen. Okay, die stelle ich mal hier so daneben. Okay, dann haben wir hier so ein Pulver in so einem Blaufarbton. Das ist bestimmt das eigentliche Slime-Pulver. Und dann ist hier noch Glitter dabei. Das finde ich ja ganz nett. Die Hersteller von diesem Produkt wissen bestimmt, dass viele gerne Slime mit Glitter machen. So, jetzt gucke ich mal, ob das hier besser beschrieben wird als auf der Packung. Nö, also in Französisch, Englisch, Spanisch, das sieht Portugiesisch aus und das Holländisch vielleicht oder so. Kein Deutsch, aber ich kann ja glücklicherweise einigermaßen Englisch. Und na toll, die fangen an mit nach dem Mischen des Slimes die Deckel öffnen und 5 Minuten warten. Also hier steht es etwas besser drauf, aber auch nur in Französisch, Englisch und ich glaube Spanisch. Und man muss auf jeden Fall erstmal dieses Pulver in den Becher füllen. Und solange der Becher leer ist, zeige ich euch nochmal eine Linie. Hier ist so eine feine Linie. Kann man das sehen in der Kamera? Da, man kann es auf jeden Fall fühlen. Bis dahin muss man dann später das Wasser füllen. So. Okay, das streue ich hier mal rein. Und den Glitzer gebe ich da auch mal dazu. So. Okay, jetzt glitzert hier schon alles. Oh, rosa Herzchenglitzer. Okay, Wasser dazu. Deckel drauf und schütteln. Deckel wieder abmachen und warten. So, und jetzt das Rosa. Eigentlich die coolste Farbe von den dreien. Obwohl dieses Grün finde ich eigentlich auch sehr schön.
So, dann gucken wir mal, was da jetzt drin ist. Oh, eine lila Meerjungfrau. Na, sag dich doch, Meerjungfrauenclub. Rosa Pulver und silberner Glitzer. Okay, das sieht doch irgendwie cool aus mit dem Glitzer. Gefällt mir. Wasser drauf. Deckel zu und schütteln. Deckel ab und warten. Und bestimmt könnt ihr euch jetzt schon denken, was ich jetzt mache. Also zumindest diejenigen, die schon viele Videos von mir geguckt haben. Denn ich wüsste gerne, was für einen pH-Wert die Mischung hat. Ob das in etwa hautfreundlich ist. So. Dann wische ich das mal ab, damit man vor lauter Glitzer was sehen kann. Das ist so ungefähr 8. Da würde ich sagen, das ist eigentlich optimal für einen Slime und auch weitgehend hautfreundlich. Natürlich sollte man keinen Slime länger als eine Stunde am Stück kneten. Man sollte aber auch nicht einfach die Hände eine Stunde im Wasser halten. Also da geht es dann um Feuchtigkeit und nicht um die Substanzen. Und ansonsten habe ich keine Ahnung, was da drin ist, denn da steht nicht drauf. Ich habe wirklich alles gründlich durchgeguckt und habe nichts gefunden, wo draufstehen könnte, was für Zutaten drin sind. Aber ich nehme an, es ist irgendein PVA-Pulver und wahrscheinlich irgendwas mit Borax drin, vielleicht sogar ein bisschen Borax, aber nicht zu viel. Und das ist ja schon mal ganz gut. So, jetzt müssten die 5 Minuten auch um sein. Das sieht so aus, als wäre das dick. Es ist vielleicht auch noch ein Verdickungsmittel drin. Aber ich weiß es nicht. Und vielleicht irgendein Mittel, was dafür sorgt, dass das nicht so verklumpt. Denn PVA alleine verklumpt schnell mit Wasser. So, jetzt machen wir es mal nicht so spannend. Gucken wir mal. Ah, ja. Okay. Ja, da ist auf jeden Fall irgendein Verdickungsmittel drin. Irgend so ein Gelbildner oder so. Zumindest fühlt es sich so an. Es ist noch ein bisschen weich, aber ganz schön. Also ich hoffe, dass das jetzt noch fester wird, weil es ist so ein bisschen zu weich zum Rausnehmen bisher. Aber das kann gut sein, dass das noch was wird. So, ich lasse das Ganze einfach noch mal ein paar Minuten stehen und dann gucken wir uns das noch mal genauer an. So, jetzt habe ich noch mal 2 bis 3 Minuten gewartet und ich gucke jetzt, ah, er fühlt sich schon fester an. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann hole ich den mal raus. Ja, ist noch klebrig. Aber sie schreiben auch, wenn man es rausholt, kann es sich noch klebrig anfühlen und man soll dann damit spielen und dann wird es besser. Dann knete ich den jetzt mal ein bisschen. Was sie auch schreiben ist, dass man regelmäßig mit dem spielen sollte. Wenn man ihn einfach stehen lässt, würde er flüssig werden und wäre dann unbrauchbar. Das ist also ein Slime, der regelmäßig bespielt werden will. Also es fühlt sich ein bisschen anders an als die normalen Slime, die ich so mache. Da weiß ich noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Aber ist in Ordnung. Gut finde ich, dass es praktisch keine Klumpen gebildet hat. Das werden wir dann noch bei den anderen sehen, ob das auch so ist. Aber der hier hat praktisch keine Klumpen. So, also er ist ganz gut, würde ich sagen. Ein bisschen zu klebrig für meinen Geschmack, aber es geht. Man kriegt es leicht von den Händen ab. Also es haftet immer kurz dran und dann löst sich's aber. Und das ist dann eigentlich ganz okay. Und es ist natürlich hier ein winzig kleiner Slime.
Aber besser als gar kein Slime, würde ich sagen. Gut, jetzt gucke ich mal die anderen an. Okay, hier ist der gelbe und man kann sehr schön diesen irisierenden Glitzer sehen. Ja. Okay, der fühlt sich im Prinzip genauso an wie der blaue am Anfang. Oh, man kann den Glitzer sehr schön sehen. Also das finde ich richtig klasse. Also das mit dem Glitzer ist denen sehr gut gelungen. Aha. Schöner Slime. Ja, der fühlt sich jetzt sogar ja fast wie ein üblicher Slime an. Also er klebt etwas weniger als der blaue. Ja, und glitzert wunderbar. Und jetzt gucke ich mir noch den pinken an. Hier, da sieht man auch sehr schön dieses silbrige. Okay, den muss man auch noch gründlich kneten. Der ist jetzt schon noch sehr klebrig, aber gut vermischt und nicht klumpig. So, der ist jetzt auch wunderbar geworden. Fließt schön und lässt sich gut kneten. Und glitzert sehr schön. Und die alle kleben noch so ein bisschen an den Händen, aber nur leicht. Also wenn man normal mit denen spielt, kleben sie nicht. Nur das Glitzer haftet noch an den Händen, aber der Slime selber ist okay. Nur wenn man es so macht, dann klebt es noch ein bisschen. Das ist aber völlig okay, finde ich. Also ich würde sagen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, normale Slime-Zutaten zu kriegen, oder wenn man einen Weihnachtswunsch frei hat, dann ist das schon eine gute Sache. Irgendwie prima, einfach zu machen. Man kann das schön in dieser Tonne anschütteln und kann es dort auch aufheben. Es ist wirklich wenig Sauerei eigentlich. Nur Glitzer ist überall, das ist vielleicht schon ein bisschen Sauerei. Und ja, ist eine tolle Sache als so Geschenkwunsch. Aber man kann natürlich mit normalen Slime-Zutaten noch viel fantasievollere, interessantere Slimes machen, wenn man dazu die Möglichkeit hat, da ranzukommen. Aber hier, da kann man nicht meckern, das ist eigentlich ganz prima. Man könnte jetzt natürlich noch die drei Farben hier zusammenmischen, so wie das hier vorgeschlagen ist und hier. Aber das mache ich lieber nicht, denn wenn man die dann... Das ist dann für eine Sekunde sieht das so aus und danach vermischt sich das. Habt ihr vielleicht auch schon bei meinem Regenbogenslime gesehen und wird dann irgendwie ein Kackgrau oder irgendwie sowas. Also irgendeine Mischung gibt, kommt da immer bei raus und das sieht meistens nicht schön aus und ich finde, die haben so schöne Farben. Das möchte ich ungern kaputt machen. Ja, und darum lasse ich das ungemischt. Okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Slime machen und gutes Gelingen. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.